Muss man nicht verstehen. Aber nur gut. Es geht zum Glück. Ja, wenn ich Fernseher anhabe oder Kopfhörer auf oder sowas, dann höre ich ihn halt auch nicht mehr. Ne? Das geht dann halt echt gut. Maybe there's a chance that you love me back. We'll look back and lie. It hurts so bad. Genau. Lass die mal zusammenstecken, dass sie zusammenspielen können, ey. Und dann lass sie direkt in irgendeine Scheune stecken, dass sie da auch nie wieder rauskommen. Können die da ihr Konzert spielen, den ganzen Tag. Ich bin immer glücklich, wenn er ein neues Lied lernt oder so, ne? Damit ich mal was anderes höre als immer die gleiche Leier. Okay, na bei mir geht das halt echt. Also bei mir ist gut isoliert. Wenn ich zumache, dann funktioniert das. Ich habe ja an sich auch nichts gegen Kreativität oder so, ne? Aber um so eine Uhrzeit könnte er sich ja auch einen Pinsel in die Hand nehmen und malen, statt auf dem Klavier rumzutrillern. Ein Hoch auf die Gitarre-Pianos. Das habe ich mir auch schon gedacht, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, dass du da Kopfhörer ranmachst oder das darüber spielst, ne? Das gibt so viele Möglichkeiten dafür. Guten Morgen, Sascha. Natürlich ein anderes Feeling, als wenn du direkt am Klavier sitzt, ne? Und so klimperst, aber komm schon, ey. Boah, ist der Track leiser. Spiel ich auch lieber für den inneren Anschlag. Es gibt auf jeden Fall super viele Möglichkeiten, nachbarschonend zu spielen. Aber hey. Was stimmt denn hier nicht? Sag mal, Flo, kann es sein, dass wir bei der Einstellung vom OBS irgendwie die Lautstärke vergessen haben einzustellen? Das ist so super leise. Hört ihr mich überhaupt noch? Ist der noch da? Ich habe halt Kopfhörer auf 100. Im OBS habe ich auch den Anschlag voll hoch, ne? Also ich sehe, dass ihr es laut hört, aber ich habe super leise. Super, super leise. Ja, dass man mich hört, weiß ich. Ist Nachtraum noch da? Oder ist der gerade AFK? Ach shit, der musste ja weg, ne? Ja gut, dann scheiß drauf. Muss ich das gleich anders machen, warte mal. Alles klar, viel Spaß. Die Gummi. Nein, ich habe heute Morgen mit Nachtraum zusammen mein OBS so eingestellt, dass ich den Discord quasi, also dass ich im Discord sein kann, ohne dass ihr den Discord hört. Und ich glaube, dass wir da irgendeinen Pegel nicht eingestellt haben.
Bei mir ist die Mucke nämlich super leise. Super, super leise. Und ich habe auf Anschlag. Klar habe ich das getestet. Da war die Musik auch noch laut. Bis ich den Stream gestartet habe, dann war sie leiser. Und das ralle ich gerade nicht so richtig. Deswegen dachte ich, okay. Ich mache das mal anders kurz. Obwohl, hier sollte ich das vielleicht nicht machen. Kann es sein, dass euch die Ohren platzen, oder? So. Viel besser, ey. War das auf deine Pre-Order? Was hast du denn hier gepre-ordert? Gamo? Okay. Ach, viel besser mit lauter Musik auf den Ohren, ja? Habt ihr denn alles schon gewürfelt? Ein Luxus-Item. Kacke, wenn du teilweise so krank dashst, ey. Geht erstmal gegen Winde. Und dann hast du zwei, ne? Wenn du das jetzt auch noch hast. Sascha? Hast du nicht eins gedroppt? Ich dachte, der hat das eine jetzt schon gedroppt. Oder war das jemand anderes? Ach, verkauft, okay. Hättest du mal gewartet, ne? Wenn du gewusst hättest, dass die Preise sich so entwickeln. Hm. Ich steck ungeduldig. Hallo. Guten Morgen. Bist immer noch wach? Seit wann bist du jetzt wach? Seit 22 Stunden.
Hast du das gemacht? Gegrindet oder was? Und PvP. Sag mal, Gecko, wie sieht's eigentlich aus später? Machst du mit? Bei dem Event von mir und Blackie? Später? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich dazwischen eine Pause mache oder ob ich einfach durchstreame dann. Siehst du? Ja, jetzt gehe ich mir halt fix was holen und dann machen wir eine Pizza in den Ofen oder so, weißt du? Schaffe ich schon. Schinkling nochmal. Der Nightbot wird bestimmt gleich wieder Spam, ey. Aber sonst guck mal Discord. Ich habe es gestern Abend gepostet im Discord, im Chatbereich. So viel steht da noch nicht. Da musst du nicht so viel scrollen. Da ist der Link drinne. Wer da alles mitmacht. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Dudis auf meiner Seite, ey. Ja, oder danke, Sascha. Nett von dir. So sieht momentan die Verteilung aus und ich brauche echt ein paar Leute. So, dann können wir ja gleich mal eine Loot Crew einschmeißen, ne? Am frühen Morgen, würde ich sagen. Kann ich machen, natürlich. Also es wird so sein. Es gibt zwei Truppen. Also zwei Platoons. Einmal mein Platoon. Wir werden verfolgt. Einmal Blackrock sein Platoon. Das sind die, die jagen uns. Start wird dann in Grana sein. Und wir müssen in einer Stunde ohne Mounts, ohne Ballons, ohne Gilnelefanten oder sonst irgendwas, also zu Fuß, müssen wir in Altinova ankommen. Und das Team von Black Rocks versucht dieses, so gut es geht, zu verhindern und killt mich die ganze Zeit oder uns. Zählt natürlich, dass ich ankomme in Altinova, ne? Ich habe nach dem Tod 30 Sekunden Zeit, aufzustehen und ein Stück wegzulaufen. Jupp. Also sind dann halt Platoons, ne? Man muss kein Karma wasten oder irgendwas. Ich treffe mich damit, also wir müssen die Truppen machen, dann treffe ich mich mit Black Rocks, dann machen wir Duell an. Ich habe meinen Char schon abgestellt an dem Ort später. Ja, dann müssen die aber Karma wasten. Wenn überhaupt. Also, ich habe auch Discord schon so eingestellt, dass wir quatschen können miteinander. Was meinst du? Mit Blackrock sein Team? Also, wir könnten genauso gucken wie Blackie, ne? Also, wir streamen ja beide. Ich streame und Blackrock streamt auch. Ihr könnt euch das quasi als Doppelstream dann aufmachen. Ja, wir können das selber aber auch machen, Gecko.
Im besten Fall spielt man fair und macht es nicht. Und falls es zu krass wird, baue ich einfach eine Verzögerung rein, weißt du? Bei uns. Aber wird mal wieder was anderes im BDU sein? Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, noch ein bisschen zu pennen, ey, ist Wochenende. Damit du später wenigstens noch streamen kannst oder so. Ein Questme könnte ich auch gut gebrauchen. Es gibt so viele Leute, die ich mit in mein Team reinnehmen könnte. Was für ein Gesprächsniveau im Gegenchat. Also Schriftraum droppt mir wieder gut hier heute, ne? Ah, mit Crystal oder was? Ah, jo. Hab auch schon was gegessen. So, Moment. Trink mal kurz einen Schluck Kaffee, dann mach ich Loot Crew an. Hm. Crew und jemand seinen Rockerbar-Helm. Rockerbar. Du bist gerade voll zickig drauf. Warum bist du zickig drauf? Weil du es gegessen hast, oder was? Okay. Bist du dann auch zu Diva so wie ich? Wird er dann auch mal voll schlecht gelaunt, ne? Oder eine Pizza. Asiatisch oder eine Pizza? Ich habe mir ja letztens China-Pfanne mit Hähnchen gemacht und so. Wahrscheinlich würde ich jetzt die Pizza nehmen, weil ich letztens erst China-Pfanne hatte. Willst du den Chat in den Chat, meinst du? Ich habe übrigens wieder ein Value Pack. Ja, ich bin wieder 30 Tage safe. Koks hat mir gestern eins geschenkt, ja.
Papa Grox hat geregelt, genau. Genau. Ich hätte gerne das Premium Value Pack gehabt, weil du dann halt am Ende nur 600 Perlen dafür gezahlt hättest, ne? Aber. Naja, ich habe zumindest wieder eins. Ich hoffe, dass ich bis dahin meins gesniped bekomme. Ich habe ja eins auf Pre-Order, ne? Draußen. Ich hab's nicht vergessen. Ich sollte gestern an alle schöne Grüße aus der Wüste bestellen. Habe ich auch gestern ausgerichtet an diejenigen, die da waren. Er meinte, der neue Spot ist super. Den ganzen Monat kannst du bekommen, als ich weg war. Was? Echt nicht? Ich fand halt, also diesbezüglich fand ich den alten Marktplatz echt besser. Da habe ich halt immer eins gesniped bekommen, ne? Das war halt richtig gut. Das ist jetzt mit dem Pre-Order ein bisschen schwieriger geworden. Mehr als 5 Monate eine Order ab. Echt? 5 Monate hattest du jetzt einen Pre-Order drunter dafür, oder was? Uff. Das ist hart, ja. Das ist echt hart. Normalerweise habe ich echt Glück, was Value Packs angeht. Aber es ist komischerweise mal genau dann, wenn es richtig brenzig wird, dann klappt das nicht mit dem Glück. In 4 Monaten keins mehr. Ich bekomme keine Kostüme mehr gesniped, das ist vielleicht ätzend. Ich meine, ich ziehe die Kostüme hier an, ne? Viele Crony, ja, aber ich ziehe die hier an. Ich finde, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie man das regeln könnte von Kakao, ja, dass man irgendwie so eine Art Fairness da reinbaut. Könntest du ja eigentlich nur machen, wenn es wirklich der Reihe runtergeht halt, ne? Also das ist ja ziemlich random, wenn alle auf dem gleichen Preis gepreordert haben, dann ist das ja random, so wie ich das richtig verstanden habe. Cooler wäre es natürlich mit der Anzahl, die du schon drinne stehen hast, dass du dann entsprechend dein Value Pack auch bekommst. Das wäre wahrscheinlich die fairste Variante, aber dann würden sie halt auch gar nichts mehr verdienen, weil die Leute ja gar nicht mehr gezwungen werden, sich eins zu kaufen. Preis UVP erhöhen? Im Marktplatz? Ganz ehrlich, ich glaube, selbst wenn ein Value Pack eine Bülle kostet, würden die Leute das pre-ordern. Selbst wenn es 500 Mal für eine Bülle, ich glaube, das würden die Leute trotzdem kaufen. Überleg mal, wie schnell du eine Bülle zusammen hast im Game. Dann verkaufen es auch mal Leute, ja, das. Ja. Dann würdest du aber das Pay to Win auf jeden Fall ziemlich damit unterstützen. Und davon versuchen sie sich ja immer so zu distanzieren. Gefühlt. Ja, Baby Tikumi. Hast nichts verpasst, hab noch nichts Cooles gedroppt. Ich habe noch nie was mit Real Life Money gekauft und in den Marktplatz gestellt, ne? Dadurch, dass ich ja so super viel grind gehe, ist das auch gar nicht notwendig. Ich weiß nicht. Ich sehe da den Sinn irgendwie nicht drin, was für echt Geld zu kaufen und dann für Ingame-Money zu verkaufen. Das ist, weiß nicht. Wahrscheinlich eine Einstellungssache. Ich meine, ein Value Pack kostet 88 Mille in-game normalerweise. Das ist doch easy ergrindet.
Wenn du, ja, genau, du müsstest dann halt wirklich in Massen verkaufen. Sehe ich halt genauso. Ja, da habt ihr nochmal den Link für später. Wer eine Erklärung dazu wünscht, einfach sagen, dann erkläre ich es nochmal. Ihr könnt da nicht eintragen, ihr müsst mir Bescheid sagen, wenn ich eintragen soll, ne, by the way. Und kannst du mir nochmal Familienname, Klasse und Level schreiben, Gecko? Und für welches Team? Ob meins oder Black Rock Sands? Wäre echt nice von dir. Schreib's mir bei Discord, bitte. Ich mach's dann nach der Loot School. 15 Euro gegen 88 Millionen Silber sind echt ein. Ja, genau. Ich finde halt, lohnt gar nicht, ne, wenn du es machst. Frische Glocke auf Velia 5, wenn jemand möchte. Fuck, ich muss Blackbox noch antworten, sehe ich gerade. Das ist später von mir und Blackbox ein Event. Hunten und verfolgt werden. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig bezeichnen soll. Team Luga ist in Grana und muss innerhalb von einer Stunde nach Altinova kommen und Team Blackrocks macht alles, um dies zu verhindern und huntet uns. Muss mal ganz kurz zusammenzufassen, das ist alles ohne Mounts, ohne alles, also wirklich zu Fuß. Wenn ich gestorben bin, habe ich 30 Sekunden Zeit. Muss dann meine Stoppuhr anmachen, Blackrocks macht seine Stoppuhr an. 30 Sekunden habe ich dann Zeit aufzustehen und davon zu kommen. Ein Stück zumindest, bis ich wieder umgeklatscht werde wahrscheinlich. Das Lustige ist mit einem Info. Hast du mir bei Discord geschrieben? Ja, ne? Wir streamen das, ja. Also ich streame das und BlackRock streamt das auch später. Das heißt, ihr könnt euch das dann als Double Stream aufmachen. Und könnt dann beide Versionen sehen davon. Es wird so um ca. 16 Uhr starten. Okay, dann schlaf schön, Gekulein, bis später. Um 15 Uhr. Ja, wie kriegen wir dich dann wach? Wie sollen wir dich wach kriegen? Ah, das ist eine Lady in der Gilde. Okay. Krümelchen oder was? Mal Krümelchen kannst du eigentlich auch mal fragen. Ob Krümelchen mitmachen will. Fällt mir gerade ein. Quizmi könntest du auch mal fragen, ob der mitmachen möchte. Fällt mir da gerade so ein. Genau, mach das mal, wenn du wieder wach bist. Oder schick dir eine Nachricht. Vielleicht haben die auch gar keine Zeit, ist ja Wochenende, ne? Läuft bei mir eigentlich nur alles, ja, ne? Ja. Ist noch alles an. Wird, glaube ich, ganz witzig. Ey, ist mal ein bisschen was anderes.
So, mal gucken, ey. 13 Minuten haben wir schon die Scroll am Laufen. Gucken, ob wir was droppen, ey. Was Black Chart-mäßiges oder so. Momentan sehr viele BMCs. BMC. Wo habe ich eigentlich mein Zelt hingeschmissen? Siehst du das noch? Ich weiß nicht mehr, wo ich es aufgebaut habe. Joa. Wäre doch nichts Gutes, während ich weg bin. Bis später, Sascha. Schauen wir mal, ob ich was Gutes droppe, ne? Schauen wir mal. Ach, der neue Spot, ja. Ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Also ich war natürlich auch zu einem Zeitpunkt, da war es gerade Nacht, glaube ich. Und die haben halt übel viel Schaden gemacht. Ich finde, das sind zu wenig Mobs. Es ist zu wenig... Also der Wert des Trashes ist mir zu wenig. Sind halt, ist halt nur so Arkman-Trash-mäßig. Weiß nicht, ist nicht so mein Ding, ey. Sieht cool aus, der Spot, aber... ist nicht meins. Bist du schon mal da gewesen, Chikumi? Ach, hier ist mein Zelt. Ich will mal ganz kurz reparieren zwischendurch. So sicherheitshalber. Kisten mit MCs und Scrolls, aber nichts Rare Drop-mäßiges momentan. Pushen. Ja, der Spot ist ja ab 250 AP Nuva vorgegeben worden. Also mir persönlich macht es erst mehr Spaß als Hasra. Ist auf NA gespielt. Ach, bist jetzt gewechselt auf EU oder was? Keinen Bock mehr gehabt auf NA oder was? Okay. Ich dachte, das unterscheidet sich kaum von NA und EU. Okay. Warst du drin gewesen in der PvP-Gilde oder PvX? Oder PvE geht natürlich auch.
feel the hurts. Meditation while I do this work. Explore myself, I don't need a perk. In tune with God, I don't need a church. Bad energy is seen to lurk. I witness, man, I see it first. Meditate, yeah, meditate, yeah, meditate. Feel like a monk. PvP. Also mit Note War und Pipapo. Ja, man sollte schon eine Gilde haben, die Spaß macht, ey. Also wo du dich halt mit den Leuten verstehst und natürlich am besten Fall auch mit denen wieder. Das macht halt keinen Bock. Macht dem wieder aber auch keinen Bock, ne? Wenn du da einen Member hast, der dich nicht leiden kann oder so, das macht dann auch keinen Spaß. Cam, die blendet mir noch so ins Gesicht, ne? Ätzend. Das ist dann auch uncool, ey. Ja, muss schon stimmig sein, ey. Manchmal kannst du das ganz schnell finden und dann gibt's wieder so. Dann denkst du dir, macht doch gar keinen Sinn, ey. Ich meine, du kannst halt sowieso leider schon wenig Ingame zusammen machen. Man gibt halt super wenig Gruppenspots, dann die paar Gildenbosse, die es gibt und so, ne, das ist jetzt nicht wirklich Gruppencontent-mäßig. Dann solltest du dich zumindest mit den Leuten verstehen. Schon wieder einen Riss bekommen, sehe ich gerade. Über Nacht. Ja, mal gucken, ob wir die 12 dann voll haben bis Dienstag. Ich würde mal sagen, joa. Komm mal her, Elton. Ein Stück. Wie man diese Außenseite hier eher. Und das alles für nix. Ich sag ja, Schriftrollen sind halt gut, ey. Aber die letzten 3 Tage schon. Viele haben halt nur das erste sowas, wenn die Reste rollen. Okay. Das muss dann nicht sein, ey. Wenn man aus der Gilde geht, geht man aus der Gilde, ey. Dann sagt man vielleicht an dem Tag was dazu, wo der aus der Gilde gegangen ist, aber dann ist das Thema auch wieder gut, ne?
Boah, wie hell das wird, wenn ich meinen E-Buff aktiviere, ne? Dass ich noch nicht von Elten träume, ist eigentlich ein Wunder. Nicht gerade eben schon gehört. Nur so eine Vermutung. Okay, BMCs sind auf jeden Fall da. Ey, ich habe ja endlich 7% erreicht, Mensch. Wenn ich mich so ein bisschen eingegrindet habe, dann funktioniert das auch ganz gut mit dem Pullen, ne? Ich weiß nicht, also ich will. Also, aktiv auf 64 gehe ich, wenn ich 50% habe. Dann gehe ich wieder aktiv auf 64. Und eigentlich war immer der Plan, die DK auf 64 zu ziehen. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass sie eventuell auch 65 oder 66 sein könnte. Aber ich vermute mal, dadurch, dass du ja auch weiter grinden gehst und sowieso deine Prozente machst, wird das gleiche in Grün dann auch so aussehen. Also wenn ich dann grinde mit ihr und sie jetzt dann 64 mit 50%, dann gehe ich wahrscheinlich wieder aktiv auf 65. Bis dahin jedoch mache ich jetzt so Money. Denn ich will da nicht mit einem übelsten Crap Gear auf so einem hohen Level sein. Es dauert noch ein bisschen, bis ich wirklich aktiv dann auf die Prozente gehe. Ich bin froh, dass ich jetzt Amiro hinter mir habe. Und ich bin mal gespannt, ob die bis dahin auch einen neuen XP-Spot einbauen. Also einen richtigen XP-Spot. Vielleicht einen neuen Gruppen-Spot. Weil aktuell gibt es ja nur Miro und Gaifen. Also mein aktueller Plan oder Idee ist, dass ich bis März meine 50% habe. Und dann kann ich immer noch aktiv gehen. Ich denke, das ist okay. Das letzte Mal bin ich mit 20% zu Miro gegangen und habe dann noch 63 gegrindet. I know this ain't right.
with you when I'm with her. And I know that I got my girl and you got your man. But if we're being honest, baby, du hast. We're just sweeter. We're sweeter than sweet, yeah. Nee, nee, also erstmal kein Miro und kein Geifern bei mir. Erstmal wahrscheinlich Hystria und Stars End und so diesen ganzen Salat. Wirklich erstmal Gier wieder auf Vordermann bringen. Umso mehr AP ich habe, desto schneller geht das später auch im Leveln. Dymos will ich ja auch noch haben, also. Ne? Da sitzt jemand voll viele Songwriter-Earrings zusammen. Ja, wir gucken mal. Wie das dann läuft, so. Mit dem ganzen Gelevel. Ich meine, im Endeffekt bringt das Level ja auch nicht wirklich viel, ne? Also, sieht halt schick aus, aber... ja, Miro werde ich dann aber nicht gehen. Also, wenn ich auf 64 grinde, dann werde ich das bei Geifen machen. Bringt halt einfach viel mehr. Als wenn ich dann bei Miro rumschimmel und meiner Solo-Rot das weitermache, weißt du? Yeah, wir haben Red gefunden. Brock. Ey, ganz ehrlich, ne? Seit diesem Drop-Event droppe ich hier überhaupt Red. Auf der Black-Chart runter. Vorher habe ich eigentlich nur Black-Charts oder Tongrad-Halsketten gedroppt. Richtig Pock, das Drop-Event. Hast du jetzt die gleiche Klasse genommen wie auf NE? Ist halt schade, dass du nicht von NA auf EU mit deinem kompletten Char und alles switchen kannst, ne? Das ist halt schade. Seit 3 Wochen? Okay. Ich bin ja froh, dass du sowieso, dass du überhaupt Blacks droppen. Pferderennen für Rang 1 Pferde ist bereit. Na, das wird bestimmt eine schnelle Nummer. Wollte ich auch schon immer mal mitmachen, ne? So ein Pferderennen. Natürlich mit meinem Cursor. Weil ich so gut reiten kann, Kappa. Schön Mystik und Pronomen Mystik. Ah, okay. Also so als Second Main dann. Hallo Ari. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand Pferderennen macht. Keine Ahnung. Ich habe noch nie Leute gesehen. Ich habe schon mal, ich glaube, in Heidel startet das meistens. Da hast du dann so einen roten Kreis, wenn du in die Stadt reinläufst, ne? Wo du dann quasi ja losläufst. Aber ich habe da noch nie Leute wirklich so ein Pferderennen machen sehen. Ich meine, du bekommst doch, glaube ich, was bekommst du da? Irgendwelche Siegel oder so, ne? Bekommst du da, wenn du an so einem Pferderennen teilnimmst. So, ca. 16 Uhr, Ari. Yeah, yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together. Und da ist noch Peter Pete in dem Ganzen. Wow. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Kuno und Mystique, würde ich wahrscheinlich auch eine Kuno nehmen. Aber weil ich halt Kuno damals auch gespürt habe, nebenbei. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt eine Mystiker stillen will. Ne? Just to feel alive, I fight to live, I fight to strive, one day I'll have. Dann heißt es erstmal für dich Pollys auch, ne? Für Skill Points fahren und so, erfarmen. Stimmt, du sagst es, würfeln. Mach ich so gleich. Kuno braucht nicht viel SP. Echt nicht? 1600. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich auf meiner Kuno habe, ne? Sechs. Nice. Manchmal gucke ich, manchmal nicht. Das ist gerade Pollys. Nice. Wie sieht Pollys aus um die Uhrzeit? Voll oder geht? Einfach alle kriegen und dann was ist. Einer ist gerade da. Okay. Ja, es ist halb 12, ne? Samstag. Hätte ich mir bei Pollys jetzt ein bisschen voller vorgestellt. Blöder Elten, ey. Steckt hinten in der Ecke. Habt ihr heute schon was Gutes gedroppt eigentlich? Am Spot, meine ich? Ich bisher ein Red. Ich glaube, Pollys kann man auch geben, wenn man Bock hat auf PvP, ey. Der Command, ne? Der nervt mich so. Weil der einfach nur Kakao sieht.